Meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogöchen, Popöchen. Wir sind wieder am Start. Diesmal habe ich mir Popschutz. Ich hoffe, ich habe eine einigermaßen vernünftige Einstellung gehabt. Ich weiß nicht, ob das Mikrofon im Arsch geht oder sonst den Kram. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach beim letzten Mal vergessen, die Einstellung vernünftig zu machen wahrscheinlich. So, klicken, um zu beginnen und los geht es. Ja. Weil ich persönlich finde es besser, am PC das zu machen. Es macht mir Spaß und normalerweise die Aufnahmen und die Qualität habe ich ein bisschen besser und das Mikrofon eigentlich auch ein bisschen besser. Hier sind einige Ergebnisse aus dem Internet. Ich habe nicht okay Google gesagt. Einen Moment. Nein. Ich glaube, wenn sowas passiert, dann spioniert uns Google aus. Genauso wie mit Amazon Echo. Psst, nicht so laut. Das geht die nämlich heimlich an. Und dann, ja, geht das los? Das ist manchmal echt gruselig, dass es einmal so passiert. Aber nicht mehr reden. Na so, probieren wir es jetzt aus. Los geht's. So, er steht wieder direkt vor mir. Und seine Augen funkeln gefährlich rot. Sein Mund nähert sich auf eine gefährliche Art meinem Hals an. Also jene Stelle, wo mein Pulsschlag besonders hervorsticht. Genau, da war beim letzten Mal. Ich schwanke zwischen Angst und Begierde. Mir wird auf einmal ganz heiß. Puh. An meinen ganzen Körper erschaudert es mich. Ich fühle mich angezogen und verzaubert. Es ist unmöglich, ihn nicht anzusehen. Ich weiß nicht, warum ich ihn so zum hingezogen bin. Es ist wirklich eine natürliche Anziehungskraft zwischen zwei Wesen. Oder besitzt er eine mysteriöse Gabe, Menschen zu verführen? Ich gehe mal davon aus, ja, dass sie das machen. Augenblick mal eben. Oh. So, ich musste mal ganz kurz hier den Feldwebel spielen. Mal gucken. So. Hör auf, mich zu manipulieren! Weshalb glaubst du, dass ich dich manipuliere? Vielleicht sind wir beide einfach nur füreinander bestimmt. Ich sehe, wie er hämisch grinst. Sich über ihn lustig machen, genervt sein. Na, mal komm, wir machen uns über ihn lustig. Oder vielleicht willst du mich einfach nur ins Bett kriegen. Jahrhunderte Existenz. Und du benimmst dich wie ein pubertärender Heranwachsender. Er ist ja auch nur einer. Meine Jahrhunderte Existenz, wie du sie nennst, habe es mir erlaubt, eine gewisse Erfahrung in dieser Materie zu sammeln. Du wirst es zu scherzen wissen, glaub mir. Alter, das ist aber ein Angebot, ne? Du, der Droge, das ist aber auch ein Lümmel. Hör mal, du. Der ist ja wirklich von sich überzeugt. Wie dreist! Aber für wen hältst du mich? Ich bin doch keiner dieser kleinen Nutten à la Samantha. Nein, du bist um ein Vielfaches kostlicher, ja wurziger, eine neue kleine Ablenkung. Dann fügt er ganz beiläufig hinzu, und außerdem wirst du ja zu mir kommen. Niemals! Oh doch, du wirst kommen, weil du das mögen wirst, was ich dir zu bieten habe. Alter. Ab wie vielen Jahren ist das Spiel eigentlich? So? Sag mal. Ich werde rot bei dem Gedanken. Davon kann er lange träumen. Komm. Ich werde knallrot, als ich seine leicht obszönen Worte vernehme. Sie klingen wie ein Versprechen, bei dem es mir auf einmal in den Schenkel zieht. So mächtig ist die Lust, die ich für ihn spüre. Ich meine, ich bin ja nun kein Teenager oder so, ne? Aber ich bin immer davon ausgegangen, dass diese Drogo-Geschichte, diese Love-Geschichte, so ein Teenager-Ding einfach ist und nicht irgendwie, dass ich hier gleich irgendwie aus dem Beate Use oder so vorlese oder aus dem Orion oder was weiß ich, wie die alle heißen. Ja. Okay. Wow. Ich muss mich jetzt mal schütteln. So. Ich bin noch immer Herrin über meine eigene Entscheidung. Ich weiß nicht, wen von uns beiden ich mit diesem Satz überzeugen suche. Aber ich sicher nicht. Aber was ich sicher weiß, ist, dass ich mein ganzes Herzensblut hineinwerfe. Ich habe noch immer deinen Geschmack auf meinen Lippen. Also gebot dir die Frühlingsrolle. Was? Die die Führungsrolle, nicht die Frühlingsrolle. Die Frühlingsrolle. Mann, Alter, die Frühlingsrolle. Das kann man auch super verkettet. Wahrscheinlich bin ich gerade knallrot.
Oh, das kann man auch super verkehrt verstehen, Alter. Die Frühlingsrolle. Das war nur ein kurzer, schwacher Moment. Er setzt ein Raubtierlächeln auf, was mich alles andere als beruhigt. Was hältst du von einem erneuten gemeinsamen schwachen Moment? Ich hebe die Hand, um ihn zu ohrfeigen, aber er wehrt sie ab und will mich stattdessen wieder küssen. Ich ziehe sie zurück, als wenn ich mich verbrannt hätte. Ein Schauder jagt man durch... Ja, okay. Du glaubst, du seist unwiderstehlich, was? Ich habe sehr so meine guten Momente. Ich bin von Minute zu Minute wütender über ihn und meine Willenlosigkeit, weshalb ich nicht gegen seine Macht ankomme. Ich denke, es wäre besser, wenn wir es dabei bewenden ließen. Und ich denke, es wäre besser, wenn du nicht so viel denken würdest. Ah, wo er recht hat, ne? Ich bin in Rage. Als ich an den Punkt angekommen bin, ihn anzuschreien, klopft auf einmal jemand hart an die Tür und versucht, sie zu öffnen. Aha! Da kommt unsere Rettung in letzter Sekunde. Augenblick, Leute, ich muss mal ganz kurz... Leider funktioniert mein... So, weiter geht's. Ja, die Frühlingsrolle, darüber komme ich noch hin... Da komme ich nicht mehr hinweg. Das war so gut. So. Mach sofort auf! Ich zucke zusammen, als ich Nikolais Stimme erkenne und sehe Drogo beunruhigt an. Die Regeln waren mehr als klar bezüglich der Art der Beziehung, die ich hier gerade mehr oder weniger freiwillig mit Drogo spinne. Und Nikolai ist weit davon entfernt, nachsichtig zu sein, wenn es um das Brechen von Regeln geht. Unsere Auseinandersetzung verheißt nichts Gutes. Okay, das gibt Ärger. Da ist er ja, der Nikolai. Ich gehe rüber und lasse Drogo vorbei, damit er die Tür aufschließen kann. Nikolai kommt sofort rein und stellt sich zwischen uns beiden. Drogo weicht ein Stück zurück. Er wirkt eher ruhig und entspannt. Und ich dagegen weiß gar nicht, wie ich richtig tun soll. Der inzisierte Blick des Ältesten von der Bartoli-Brüder bringt mich aus der Fassung. Ich bin beeindruckt. Ich lasse mich nicht beeindrucken. Ach komm, wir lassen uns nicht beeindrucken. Komm. Ich schaue Nikolai so gut es geht in die Augen. Ich will auf gar keinen Fall schuldig aussehen. Nikolai sieht nicht so aus, als wäre er mit uns nachsichtig. Seine Augen wandern zwischen Drogo und mir hin und her. Er weiß genau, was sich zwischen euch abspielt. Und das wissen wir auch. Ihr gehört die Frühlingsrolle. Die Frühlingsrolle, Alter. Das ist überhaupt der Satz des Tages, oder? Also ganz im Ernst, liebe Leute. Aber es hat Spaß gemacht heute wieder. Mach ich die schön gelacht, Mann. Ne? So, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, Freunde. Küsst.